Klick, klick, klick. Ha! Vor langer Zeit. Hä? Mein Mann ist ein Kamel oder ein Perser? Was war das? Wieso erinnere mich das daran? Ja, hallo, herzlich willkommen zu Wiggle Talk Games. Und einem weiteren Let's Play Together mit Atto. Hallo! Hallo! Hi. Hi. Ja, ich bin Gonis. Ich bin Atto. Ja. Und auch genannt Steffi. Oder Staffi. Hallo Atto oder... Hallo Atto, ja. Hast du mich nicht nochmal genannt? Viele Jahre später. Wir gucken uns erstmal die Story zu diesem Spiel an, die ist sehr wichtig. Psst. Diamond City heute. Uhahaha. Hat er auch selber gemacht. Was für ein Tag. Was für ein Tag! Das passt besser. Ja, das ist nämlich WarioWare. Drück auf deine Nase, Spart! Das ist echt unglaublich lustig. Nein, ich bin doch süß. Wieder ein Spiel von 2007, denn hier bei Regan Tower Games spielen wir die aktuellsten Spiele nur für euch. Das ist aber wenigstens ein cooles Spiel. Ja. So ein richtiges, ich hau dir auf die Fresse Spiel. Eigentlich ist das so ähnlich wie Brain Academy, nur diesmal ist es nicht so brainy. Das, was wir vor 2 Wochen einmal gespielt haben? Nee, ich würde sagen vor einer. Okay, vor einer Woche haben wir das. Ich... Guck doch einfach in die Beschreibung da. Oh Gott. Wie geht denn das hier? Rettungsleine, Supernase, Ballon, Bungee Freak, Bombe. Wir fangen einfach oben an, oder? Ja. Ich spiele jetzt Dart. Hä, aber das ist nicht das, was ich dachte. Ja, das kommt aber, oder ist es irgendwas davon auch? Ich spiele aber trotzdem Dart, weil wir es können. Ach, jetzt hätten wir dich mal machen können. Ach. So, bin einfach nee, Steffi. Der hier nicht. Ah! Entschuldigung, ich bin betrunken. Hä? Nein. Klick auf Neu. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Mal gucken, ob du es innerhalb dieser Woche gelernt hast. Will mich verarschen, ey. Akne. Agnes. Wird bestimmt mit G geschrieben. Da oben. Ah. Gib mir das. Das ist, nein, ich möchte das jetzt. Ato. Oh. Falsch rum. Nein, nur richtig rum. Gut. Das so, mal gucken, bestanden. Wo du bist. Ich sehe jetzt auch Schüler 9, wahrscheinlich nicht mehr. Das war Schüler 6, aber... Wir nehmen einfach Steffi, weil das sieht genauso aus. Da unten, das will ich. Das ist. Das, vielleicht bist du das ja mit blonden Haaren. Da steht nicht mal der Name, das kann man nicht mehr kontrollieren. Ach, das war dieser Typ? Daniel? Das ist, glaube ich, meine Mutter? Oder ist das Steffi? Da bin ich! Ja. Ich habe eine ganze eigene Seite für mich selbst. Bist du Rechts- oder Linkshänder? Ich bin Rechtshänder. Erstmal überlegen, ne? Ja. Gut. Wieso bin ich pink? Ich hasse das. Dann starten pink. Wir mal. Wir spielen Dart. Yay! Was? Ich will nicht, dass ich gedartet werde. Was heißt das? Hä? Du bist Erster, ich bin Zweiter Mensch. Lege immer die Handgelenk... Ja, genau. Ich werfe aus Versehen das Ding da rein. Okay, zweiter Versuch. Meinen ersten brauche ich wohl nicht. Muss ich jetzt so machen? Fünf. Das war ganz gut. Okay. Naja. Dafür muss man sich eigentlich auch hinstellen. Mhm. Achso, man muss das bei dem Kreis machen, nicht da drüben. Das habe ich verstanden. 25! Wow. Das musst du erstmal schlagen, ne? Kannst du das damit machen oder nicht? Das weiß ich nicht so genau. Nee, damit wahrscheinlich. Okay. Ich nehme auch immer meinen Kopfhörer raus, weil ich nicht hören kann, wenn ich was mache. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also es war zu wenig Schwung, glaube ich. Mhm. Klappt gut. Oh Gott, nervt mich das. Ja, 20, ne? Ach, da willst du treffen, jetzt verstehe ich das erst. Ja, so macht man das, wenn man das spielt. Ich will aber in der Mitte treffen? Nein, das machst du nicht, das machst du erst am Ende. Du machst erst Triple 20. Warum? Weil, ist so. Und warum kennst du dich mit Dart aus? Welcher Mensch auf der Welt kennt sich mit Dart aus? Ich. Mein Bruder, also Johannesbrot hatte mal eine
für eine Dart-Challenge zu machen. Ich bin mit Dart aufgewachsen in den verrauchten Kneipen meiner Welt. Ja, warum macht man das so? Keine Ahnung, weil das die höchste Punktzahl ist, die du kriegen kannst. Weil das Kleine bedeutet dreimal und dreimal 20. Und am Anfang brauchst du noch kein Bullseye, weil du damit eh das verdoppelt, was du hast oder so. Verstehe ich nicht. Aber da treffe ich nur so einen Kack. Ich mache lieber in der Mitte, da kriege ich wenigstens 25. 3. Weißt du, du spielst die Punkte ja runter. Was heißt das? Du hast eine bestimmte Punktzahl und wer zuerst zu 0 ist. Ah. Ja und? 20 ist auch gut. Das war knapp. Naja, kann ich auch einmal mitleben. Alter! 5 mal 3 sind 15. Super, jetzt bringt er dir noch Mathe bei. Ha! 15! Nochmal. Ja. Gar nichts. Das ist unfair. Wäre nicht gegolten. Alter. Das ist doch echt spannend, ne? Dart, the game. Fast so gut wie Gottlieb Pinball. Nee, das war besser. Das war eins. Nicht eins. Fang langsam an. Bitte. Schade, mein guter Ablenkungsversuch hat nicht funktioniert. Doch, hat funktioniert. Wir haben ja nur die 5 getroffen. Was ist denn das für ein Kackspiel? Kack, kack, dreck, kack, 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 kack. Fick. Also sowas gibt's ja nicht auf dem Kanal. Fick, Arschloch. Oh. 18. Sind nämlich ab 18 hier. Mann! Weißt du, du kannst mit dem Roten kriegst du 50, aber wenn du 3x20 hast, kriegst du 60. Ja, wenn ich 3x50 hab, krieg ich 150. Ich gewinne. Ja. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Also das ist Dart und du musst immer da reintreffen und diese bunten Dinger sind am besten. Was soll das? Betrug! Alter. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Warum war das 20? Und das Publikum weiß es auch nicht. Hä? Alter. Was? 2x19. Oliver, kannst du mal leise sein? Das ist scheiß lautes Meerschweinchen. Wir haben dir eine Kette umgebunden, damit sie nicht wegläuft. Das hat kein Käfig, das läuft in einem Raum rum. Das sind die kleinen schwarzen Ködel, auf die ich die ganze Zeit drehe. Oh, das sah besser aus, als es war. Ja. Was ist los mit dir? Weiß es nicht. Oh, auf zu piepen. Das geht mir so auf den Sack. Null! Ich bin die Einzige, die Ahnung von diesem Spiel hat und ich kann es nicht. Nah dran! Ich kann es ja, jetzt du schaffen, hast 54, wenn ich ins Vollauge treffe. Du darfst nicht drüber kommen, ne? Du darfst. Was? Du darfst nicht jetzt 60 machen und ja, dann. Das wusste ich nicht. Gut, oh jetzt Gott. Musst du nur noch 50. Ja, das schaffe ich jetzt. Wenn du das schaffst, bringe ich dich um. Schade. Schade. Okay, jetzt darf ich das ja gar nicht mehr schaffen. Und jetzt musst du 37. Wie macht man das? Das kannst du nicht, weil das ungerade ist. Gibt es irgendwas, was 2x37 ist und 3x37? Dafür müsstest du jetzt Mathe können. Ich mach 20. Oder ein. Dann kannst du jetzt was anderes machen. Chillen. Neun. Genau da, wo du hingezielt hast, oder? Ja. Hä? Ich verstehe das nicht. Du darfst nicht so verziehen. Ja, das war aber ganz gut. Das war aber Absicht. Du darfst dein Gesicht nicht so verziehen. Okay. So 36, ne?
Ja. Kannst du es mal für mich ausrechnen? Nein. Ich mach wieder 3 mal 12. Ach, ich kann ja eh, muss ja. 3 mal 12, das kleine von 12, das rote von 12. Das kleine rote von 12. Hä? Richtig, das meinte ich. Hast du gut gezielt. Was ist denn das? Okay, 20. Ja, das kann sollte man ja wohl schaffen. Okay, 15. 15. 95. 3 mal die 1. 76. Was hast du mit der 19? Keine Ahnung. 19 ist noch gut. Jetzt musst du das Bullseye treffen. Nee, das war das nicht. Das war das in der Mitte. So, jetzt schaffe ich das. 15. Wo ist es? Da. Ich ziele auf das und dann treffe ich das nicht. Mhm. 2. 13. Gibt's hier irgendwo eine 13? Ja. Nee. Doch, da. Hä? Was soll das? Oh Mann, ich war so nah dran. Bam! Noch 2, Alter. What the frick? Ja! Entschuldigung. Nein! 3. Triff in die Mitte. Das war Absicht, ne? Ja, nur um dich noch nervöser zu machen. Ja! Nein! Was bedeutet das Nein! jetzt? Was heißt das? Bast. Was heißt das? Du bist dran. Ja, und jetzt? Ja, jetzt ist nix. Ich muss nächstes Mal wieder 3 versuchen. Ach so. Okay. Gott. Ja! Da kam eine Blume raus. Ist das beim Echten nicht so? Ja, Mann, ich bin der Dart-Experte. Oh, guck mal, wie gelangweilt und angepisst und sauer ich bin. Das brauche ich nicht da im Spiel gesehen. Ja, das war doch super, oder? Unbedingt. Ich glaube, wir machen mal lieber Bombe. Das ist nämlich, glaube ich, das mit den richtigen Minispielen. Wir gucken uns mal die Regeln an. Nö, das ist mir zu viel Scheiße. War zu viel Text, ja. Ne? Aber ich muss auch sagen, auf DS fand ich das Spiel cooler. WarioWare Touched. Hier, bitte, du bist am Zug. Was? Jetzt musst du immer das machen, was er ist, ja. Der Straßenkehrer. Und jetzt musst du... Alter! Zieh! Ja! Ey, ich finde das so geil, ey, diese Anspielung. Darf ich jetzt eine auswählen? Keine Ahnung. Hä? Oh ja. Mir doch egal. Hä? Hä? Du musstest das machen! Hä? Ich hab nichts verstanden. Ich auch nicht. Das war's jetzt? Dann machen wir nochmal. Was soll das denn? Juhu, ich bin dran. Oh, wie bin ich da hinten? Das Lenkrad. Ein Herzass. Ich liebe diese WarioWare-Spiele. Und jetzt? Jetzt bin ich anscheinend wieder dran. Achso, jetzt habe ich dir die Form ausgewählt, den Irokesen. Ja, Wind Waker. Gut gemacht. Dankeschön. Achso, warte, du musst ja wählen. Wir geben das immer viel zu früh ab. Oh nein, da muss ich das auf den Boden legen oder sowas. Die Ablage, dein Bein. Ja! Nein! Du hast zu spät reagiert! Jetzt habe ich schon verloren. Ich hab voll gedacht, was hast du denn für eine Verzögerung in deinem Hirn? Ich habe das Spiel noch nicht verstanden. Nochmal! Das nervt, dass das sofort vorbei ist. Das sieht man nicht. Ich weiß, das ist mir doch egal. Das fühlt man aber. Ja, ich bin nochmal dran. Die Stange. Die hält man an. Danke, danke, danke. Okay, du kriegst jetzt die Daumencatcher. Hm.
Na, das kannst du nicht, ne? Nein! Ja! Bist ja auch eine Frau, ne? Hallo und herzlich willkommen zu Feminismus mit Regreen Tower Games. Ah ja, Mann, das ist ja blöd. Das will ich nicht mehr. Oder doch, so. Nochmal. Es nervt, dass das sofort zu Ende ist. Ja, ich weiß. Dann musst du das umstellen. Das kann man nicht. Doch, bestimmt. Bitte. Dankeschön. Frau Atto. Gerne. Der Hula Hula, da musst du dich hinstellen für. Du musst die Waffe ziehen. Sehr gut. Ja, bei dem Spiel muss man eigentlich stehen. Ach ja, Entschuldigung. Ich will nicht den Irokesen. Doch, du kriegst jetzt den Irokesen. Steht dir übrigens. Was muss ich denn machen? Ich verbeug mich doch! Hallo! Jetzt ist es zu Ende. Ja, wir gucken jetzt, ob du das umstellen kannst. Kann man nicht, das habe ich doch schon mit Johannesbrot gemacht. Nein, ja. Du kannst ja nichts ändern. Du kannst nur die Regeln angucken. Das kann man eigentlich auch zu 16 oder so spielen, darum. Nee, 2 bis 5. Irgendein Spiel kann man zu 16 spielen. So, das geht nicht, hab jetzt verstanden. Ja. Egal, wir spielen aber noch was anderes, was hier ist. Ich weiß nicht, was das alles ist. Hier, Rettungsleine. Die sehen aus, als hätten die sich da alle aufgehängt. Ich glaube, das ist auch so ähnlich. Die aufhängen? Oh! Was geht jetzt ab? Nick ist am Zug, wer ist das? Der Tonhalter, die Stange. Was? Sehr gut. Atto ist am Zug. Was für ein Zug überhaupt? Der Regenschirm. Nein! Mario kann's einfach nicht, ne? Nee. Okay, hier stirbt man nicht sofort, das ist viel besser. Was? Der Stößel? Hä, andersrum? Scheiße! Falsch rumgehalten. Der Irokese. Ah, das kennst du ja, ne? Ich find's so geil, das kann ich so einfach. Diese Anspielung und so. Das ja, die Anspielung mit ja, direkt das Zelda. Das Spiel ist, Mann. So. Hä, das war aber so rum richtig. Mann, du Spacken! Das ist das Richtige. Man muss sich. Oh Mann! Ich werde. Beugen! Wir müssen das echt im Stehen machen, ey. Diese Bewegung, die ich gerade versucht habe. Die Ablage. Ich hab ihn doch! Ja! Ja, du hast ja gewonnen, schrei das Spiel nicht so an. Der Zeichner. Wir machen das gleich anders, wir stellen es gleich in. Letzte Runde. Bei dir zeigt er das auch links. Sehr gut. Nein! Kannst halt nicht mehr, du bist eine Frau, wa? Nein. Die Fernbedienung, ja, das kann ich. Gut. Das kann ich. Versengen. Versengen die doch jetzt! Hey, ich dachte, das wäre die letzte Runde. Gewonnen. 5 Punkte! Ich hab gewonnen! Hä? Drücke A, um das Seil zu zerschneiden. Ach du Scheiße! Warum hast du 3 und nicht 2? Betrug! Gewonnen! Wuhu! Ich bin auf einem Krokodil! Ich bin auf einem Krokodil! Ja, ist okay. Ich will das nicht nur länger. So, wir machen das nochmal. Der Sound könnte jetzt doppelt sein, aber wenn interessiert. Scooby, du Arschpenis! Hör auf, dein Spielzeug kaputt zu machen. So. Oliver! Kurze Umbaupause. So kann man das doch nur richtig spielen. Die Mics noch mal richtig positionieren. Hallo? Es ist traurig, dass du deins hochstellen musst und ich meins nicht. So,
Rügen Tower Games, nur echt mit Umbaupausen. Lauf, lauf! Ich bin am Zug. Der Stößel. Im Stehen ist das viel aufregender. Ich muss Müll einsammeln. Da ist noch mehr. Du Arsch, wie soll man das denn schneller machen? Gib mir das! Was ist das für ein Betrug? Die Stange. Ist das da, ja? Pump, 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 pump. Schneller. Ja, gut. Richtig. Falsch. Warum? Ich weiß es doch nicht. Oh, ja, Kack-Irokese. Warum hast du den Irokese? Weiß ich nicht. Ich hab mich verbeugt. Was ist das? Gehe. Tschüss, ich hab auch den Irokesen. Ich zeig dir jetzt, wie man sich verbeugt. Tauziehen. Geil, Mario Sunshine! Oh, ich habe ja auch nicht aufgepasst, ich habe mich so drüber gefreut. What the? Oh no! Man darf den Boden nicht berühren. Halt die Fresse! Anders, oh nee, doch nicht. Das hatte ich schon mal. Ein Gameboy! Gameboy! Den habe ich noch zu Hause. Würfel eine 5, los! Das war keine 5. Die frisst du echt nicht? Ah, der Regenschirm. Under my umbrella. Hä? Ich check das nicht! Du hast doch gar nicht gewusst, was du das machen sollst. Warum? Leg doch einfach auf den Boden oder so. Was soll ich greifen? X. Ja, stimmt, das ist ein Keks. Weil du das eben so viel besser gemacht hast. Ich führe. Aber jetzt muss man ja noch die Seite durchschneiden. Ja. Das ist überhaupt nicht... Das ist einfach Zufall, oder? Mhm. Hallo. Mann! Selbst. Ja! Ich hab trotzdem gewonnen! Wie hast du gewonnen? Zweimal! Nochmal! Ich behalte die in der Hand, weil ich anfange. Warum? Weiß ich. Einfach wild damit rumfuchteln. So macht man das mit Stößeln. Achso. Tausziehen. Nee, suchen. Sieg! Du hast ihn fast in den Schritt gesägt. Das wäre ein gutes Spiel fürs Hüttenspielen. Ja. Ich hab's nicht so mit Leckern. Das ist für mich auch morgens immer. Ich pumpe noch! Man muss dabei einfach schreien, dann schafft man alles. Hä? Du hast einen Tresor durchgesiebt. Geil! Gerieben, ihn durchgerieben. Ja, okay. Der Zeichner. Das kannst du ja gar nicht. Achso. Das ist doch Schreiben! Das war nicht Schreiben, das war Kringeln malen. Ja, das musst du jetzt ja noch können, ne? Nein! Gib mir das! Die Ablage! Hallo? Wer ist da? Hallo! Ich hab doch abgenommen! Der Straßenköter? Kira. Sieht genau so aus wie Atto. Ich bin weggeflogen. 65! 65! Mario kannst du nicht, ne? 65! Ja,
gewinnen, glaube ich. Ja, wer weiß. Könnte immer noch sein. Du. Ich müsste eigentlich mehr als... Stimmt. Drei haben. Oh! Wenn jetzt ist das ich selber jetzt. Ja. Pusteblume! Ich hab das voll verstanden. Nee. Ich weiß. Das kann man gar nicht verstehen. Doch, natürlich kann man. Wie? Da, ja, genau, das stimmt nämlich nicht. So, warum guckst du mal auf die Uhr? Was Weil ich gleich los muss. Okay, also hören wir jetzt auf. Ja. Gut, das war WarioWare Smooth Move. Das war wunderschön. Und das hat mich so gefreut, hier zu sein. Dankeschön, ja. Tschüss. Tschüss. Was soll man dazu noch sagen? Ich hab gewonnen. Ich bin die Beste. Da. Wir spielen nie mehr irgendwas gegeneinander, ne? Deswegen gab's das noch nie vorher, ne? Weil ich immer gewinne.